Hallo, hier geht's weiter mit Methoden in Klassen in Python. Und zwar wollte ich euch halt mal zeigen, wie wir hier solche Methoden, wie wir sie ja im letzten Video gemacht hatten, ja auch addieren können, das heißt aufeinander aufbauen können. Falls ihr die vorherigen Tutorials dazu nicht gesehen habt, ich hänge das am Ende nochmal ran, dass ihr das nochmal anschauen könnt, um eben das Programm dann nochmal hier durchgehen zu können. Ich habe das jetzt nochmal ein bisschen aufgeteilt, damit das ein bisschen übersichtlicher bleibt. Also wir haben ja hier dem Objekt Peter, sage ich mal, oder der Instanz Peter, die Methode Laufen hinzugewiesen und können dann hier ganz normal mit der Übergabe, wie wir das auch bei Funktionen machen, die Anzahl übergeben und dann haben wir hier Laufen, Laufen, also zweimal ja, die Tätigkeit Laufen. Wenn wir hier jetzt das mal im Kopieren und im drunter schreiben, dass wir das nochmal machen, ist es ja so, dass wir das im Prinzip zweimal einfach nur angezeigt bekommen. Man kann das aber auch so machen, dass man das im Prinzip addieren kann, dass man das nur einen Wert raus gegeben bekommt. Wir müssen da hier uns oben erst nochmal da einen, ich sag mal im Prinzip eine Variable machen, wo wir im Prinzip sagen, wie soll denn die Gesamtlaufdauer heißen? Und da würde ich einfach mal sagen, wir machen hier oben self.laufdauer ist gleich und die setzen wir erst einmal auf 0, damit wir mit 0 im Prinzip anfangen. Jetzt gehen wir hier in die Methode rein. Die Anzahl, die wir von vornherein hier festgelegt haben, könnt ihr so lassen, könnt ihr aber auch wegmachen. Die wird da eh immer überschrieben, wenn wir hier was anderes angeben. Und jetzt wollen wir uns das dann natürlich in dem Sinne ausgeben lassen. Das heißt, wir machen hier mal die Anzahl draus, das heißt print self.name Peter und dann die Anzahl. Und Anzahl ist erst einmal der erste Wert, der eingegeben wird. Jetzt wollen wir dem Programm noch sagen, bitte addiere das mal alles auf. Das machen wir wieder mit self.laufdauer, ein Moment, Punktlaufdauer natürlich. Und jetzt gibt es da so einen Operator, der heißt plus ist gleich. Das heißt also, hier sagen wir jetzt, dass wir alle Anzahlen, die wir hier unten dann eingeben, im Prinzip addieren und dann nochmal uns die dann einfach nochmal rausgeben lassen. Das heißt also, die Anzahl, die Gesamtanzahl legen wir hier dann nochmal neu fest durch alle Eingaben, die wir hier eingeben. Hier haben wir also die einzelne Eingabe, das heißt 2, und wenn wir jetzt nochmal drunter schreiben, Peter laufen dreimal, also er läuft dann noch dreimal, wird das hier nochmal aufaddiert, das heißt 2 plus 3 wird dann hier gerechnet und das lassen wir uns dann zur Kontrolle ganz einfach nochmal rausgeben. Erstmal den Namen, damit wir auch wissen, wer es ist. Könnt ihr natürlich auch ja, weglassen. Also und dann die Laufdauer noch. So mehr ist es eigentlich nicht. Also eigentlich eine relativ simple Angelegenheit. Wir kopieren also mal den Aufruf hier der Methode und sagen zum Beispiel, er soll noch einmal extra laufen. Jetzt probieren wir mal, ob das so funktioniert. Okay. Das heißt also, wir bekommen hier jetzt 2 ausgegeben, das heißt erstmal die einzelne Anzahl sozusagen und dann bekommen wir hier die 1 noch mit drauf gerechnet und haben dann im Prinzip mit der 3 die Gesamtanzahl ausgegeben. Das heißt, wir haben hier diese Methode und diese Methode oder die Anzahl der Methoden im Prinzip zusammengerechnet, hier durch dieses self.laufdauer plus ist gleich Anzahl, also mit diesem Operator werden jetzt alle Anzahlen hier oben zusammengerechnet. Man kann das jetzt also beliebig oft weiterführen und man muss im Prinzip von vornherein, wie bei den Funktionen, wo man das ja auch machen kann, nicht festlegen, Anzahl 1, Anzahl 2, Anzahl 3 und dann muss ich hier 1, 2, 3 eingeben und dann bin ich am Schluss angelangt, sondern man kann das hier sehr variabel weitersetzen. So, das reicht das mal jetzt dazu und im nächsten Tutorial geht es dann eben weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.